Ist unsere Demokratie in Gefahr? Das beschäftigt uns als SPD hier in Laatzen ganz enorm. Wir überlegen, wie wir damit umgehen können, wie wir das, was Demokratie ausmacht, den Bürgern nochmal nahebringen können. Aus dem Grunde haben wir am 1. November eine Veranstaltung ins Leben gerufen, aber wir haben auch einige Fragen an unseren Bundestagsabgeordneten Matthias Misch zu diesem Thema geschrieben und der hat uns ein kurzes Video-Interview gegeben, was Sie uns hier angucken können. Ja, hallo. Ihr habt mir unterschiedliche Fragen gestellt zum Thema Demokratie und die möchte ich jetzt auf diesem Weg auch beantworten. Als erstes habt ihr mich gefragt, was für mich ganz persönlich Demokratie bedeutet und was sie ausmacht. Ja, ziemlich klar würde ich erstmal sagen, in der Demokratie entscheidet die Mehrheit. Aber die Demokratie besteht eben auch daran, dass man sich an Regeln hält, dass man versucht, Kompromisse zu schließen, dass die Gesellschaft eben zusammenbleibt und dass man sich auch an Ordnung hält, beispielsweise an Gerichtsentscheidungen und diese nicht unterminiert werden. Das Zweite, was ihr mir sagt, ist, dass ihr als Ortsverein am 1. November in Laatzen eine Veranstaltung mit dem Verfassungsschutz zusammen macht und die Frage, die ihr mir stellt, wie ich das Ganze als Bundestagsabgeordneter bewerte und ob ich meine, dass die Demokratie in Gefahr ist. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren vor allen Dingen sehen können, dass die Polarisierung zugenommen hat. Hier im Reichstag habe ich angesichts der Anti-Corona-Regel-Demonstration das erste Mal erlebt, dass Demonstranten ganz nah an das Gebäude gekommen sind, dass wir schwer bewaffnete Polizisten im Bundestag hatten und wir gebeten worden sind, nicht oberirdisch sozusagen ins Parlament zu gehen, sondern unten an einem Gang, der unterirdisch praktisch ins Reichstagsgebäude führt. Das sind Momente gewesen, die ich in all den Jahren davor noch nie erlebt hatte. Und wir sehen, dass auch gerade durch die Zuspitzung im Social-Media-Bereich häufig das Schwarz und Weiß und das Richtig oder Falsch in den Mittelpunkt gehen und die Diskussionen viel, viel härter ausgetragen werden. Und das ist meines Erachtens tatsächlich eine Gefahr, weil Demokratie eben nicht aus Schwarz und Weiß besteht, sondern meistens auch aus Kompromissfindung, um die unterschiedlichsten Meinungen miteinander zu verbinden. Nur so wird Zusammenhalt in einer Gesellschaft darstellbar sein und da mache ich mir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wenn wir die Entwicklung angucken, durchaus große Sorgen. Das Dritte, was ihr mich gefragt habt, ist, ob ich am eigenen Leib eine Veränderung der Menschen um mich herum spüre. Ja, ich habe auch im Freundes- und Bekanntenkreis, gerade angesichts von Corona, Debatten erlebt, die auf eine Art und Weise geführt wurden, die ich so in der Vergangenheit nicht erlebt habe, wo man sogar so weit gegangen ist, dass man den Kontakt miteinander abgebrochen hat, weil man gesagt hat, wir kommen hier überhaupt nicht mehr auf einen Nenner und das geht eigentlich sehr, sehr tief. Es berührt auch die Frage, ob man eigentlich miteinander weiter befreundet sein will. Das habe ich in dieser Form vor Corona auch nicht erlebt. Das Vierte, worauf ihr mich hinweist, ist, dass mein Wahlkreis ja aus ganz unterschiedlichen Städten mit ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen auch der Bevölkerung resultiert und dass der Rechtsextremismus, der Linksextremismus, der Islamismus in unterschiedlicher Form in den einzelnen Städten vielleicht stattfindet. Und ihr weist darauf hin, dass in Laatzen vor allen Dingen ganz viele Nationen zusammenleben und ihr fragt, ist das eine Mutmaßung, dass gerade in so einer Stadt eben auch die Probleme besonders sind? Das meine ich, ist keine Mutmaßung, sondern wir sehen, dass wir in Ballungsräumen und Laatzen gehört mit zu der Stadt in der Region Hannover, auf der am engsten Menschen zusammenleben, dass gerade in diesen Ballungsräumen natürlich die Herausforderungen an das Gemeinsame und das Zusammenleben ganz besonders groß sind. Deswegen haben wir ja auch in den letzten Jahren zum Beispiel in dieses Projekt Soziale Stadt ganz, ganz viel investiert. Das Stadthaus, die Umgestaltung der Marktstraße, all das. Weil wir sehen, das ist natürlich ein Brennglas oder ein Brennpunkt. Und das ist kein neues Phänomen. Ich weiß noch, dass mein alter Fußballverein
zum Beispiel die BSG Laatzen, aus dem Leiner Einkaufszentrum heraus gegründet wurde, weil Hausmeister dort gesagt haben, an die Jugendlichen, ihr müsst hier nicht eure Freizeit verbringen, sondern lasst uns einen Fußballclub gründen. Das heißt, die Herausforderungen sind gerade in Städten wie Laatzen natürlich besonders groß und das gilt natürlich dann auch für die Sozialarbeit, für die Jugendarbeit etc. vor Ort. Und das leitet dann über zur fünften Frage: Welche Maßnahme würde ich als erstes ergreifen, um den Zulauf der AfD zu stoppen und es keine Ampelregierung geben würde? Das ist natürlich eine Frage, wo ich sage, das Wichtigste, glaube ich, was ich verändern würde, ist, dass ich an der Einnahmesituation des Staates was verändern würde. Wir brauchen viel, viel mehr Geld, möglicherweise auch durch eine gewisse Umverteilung der Ausgaben. Aber ich glaube, wir haben viele, denen es sehr, sehr gut geht, die sich an der Solidarität in dieser Gesellschaft ganz anders noch beteiligen müssten, damit wir Infrastruktur vorhalten. Also beispielsweise das, was ich mit Sozialarbeit angesprochen habe, aber auch, dass wir im Rahmen zum Beispiel dieser großen Transformation Fördermöglichkeiten haben, dass keiner wirklich Sorge haben muss, dass er bei dieser Transformation auf der Strecke bleibt. Und wir müssen in kommunale Infrastruktur, in Bildungseinrichtungen, in politische Bildung viel, viel stärker investieren, als wir es die letzten Jahre gemacht haben. Denn daraus resultiert dann auch Bewusstsein und am Ende auch gelebte Demokratie. Insofern vielen Dank, dass ihr euch diesem Thema widmet. Es ist ein großes Thema. Es ist auch ein großes Thema, finde ich, für die SPD, die über 160 Jahre jetzt existiert, nie ihren Namen ändern musste. Und gerade für uns, denke ich, ist die Bewahrung der Demokratie eine ganz wichtige Aufgabe. Alles Gute. Vielen Dank an Matthias Mirsch für dieses Video, dass er uns mit unseren Fragen unterstützt hat und uns die beantwortet hat, sodass wir vielleicht den einen oder anderen auch nochmal dazu bringen können, über die Demokratie anders nachzudenken. Und als nächstes werde ich unseren Ortsvereinsvorsitzenden Patrick Mewes zu diesem Thema "Ist unsere Demokratie in Gefahr?" befragen. Also seid gespannt auf das nächste Video.